Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Hauptstartplatz beim Steinermandl am Zettersfeld in Osttirol. Hier Richtung Süden sieht man Lienz im Trautal, dahinter die Lienzer Dolomiten. Richtung Westen zieht sich das Iseltal bis zum Felbertauern in Richtung Alpenhauptkamm. Und ja, hier sieht man auch schon den ersten richtig hohen Berg, die Schleinitz, fast ein 3000er. Hier Richtung Norden eben, da geht's zum Alpenhauptkamm weiter. Im Westen, direkt im Anschluss hier, ist eine schöne Berghütte, ein Bergrestaurant und der Sessellift, mit dem man hier sehr komfortabel quasi direkt zum Startplatz kommt. Im Sommer startet man in der Regel hier direkt unterhalb des Restaurants und kann dann hier eben nach Süden sehr schön hinaus starten. Auch nach Westen geht es super zum Starten. Im Winter geht es ja auch super zum Starten, da ist hier Skipiste. Dann ist man meistens hier näher beim Windsack zum Auslegen, um die Skifahrer nicht zu behindern. Hier Richtung Westen sieht man den großen Wasserspeicher. Und bei Westlagen, bei Westwind, da kann man oft auch im Winter super schön ausgiebig soaren vor diesem See, vor dieser Kante, die hier nach Westen abfällt. Landeplätze stehen einem hier zwei unmittelbar nebeneinander zur Verfügung, unten im Tal, nordöstlich von Lienz. Der Landeplatz von Touch Heaven oder der Landeplatz von Brunos Flugschule. Und die sind beide fast 1600 Meter tiefer als der Startplatz. Also richtig viel Höhe hat man hier zur Verfügung. Von der Hütte hat man einen sehr schönen Blick auf den Startplatz. Ja, Streckenmöglichkeiten gibt es hier viele. Die üblichen Routen führen zum Beispiel hier nach Osten, das Trautal hinunter Richtung Greifenburg. Oder über den Hochstein hier gegenüber, auch ein Startplatz. Eine Route führt eben von hier über den Hochstein, dann das Pustertal Richtung Westen, über Silian bis Bruneck oder noch weiter. Dieser erste Sprung hier zum Hochstein ist eigentlich schon sowas wie eine Schlüsselstelle, vor allem wenn der Talwind an ist und die Sonne schon weitergewandert ist. Dann sollte man hier wirklich mit maximaler Höhe hinüberfliegen, um den Anschluss gut zu bekommen.